In der Pandemiezeit aktuell unterwegs zu sein, ist grundsätzlich kein Problem. Der Hon ist aktuell unterwegs. Es sind ein paar Gedanken, die bei mir so durch den Kopf schießen und ich habe gedacht, es wird Zeit für einen Klartext. Wirklich das Gefühl, man will uns wegsperren. Wegsperren. Das ist ein deutliches Gefühl. Also es ist da, weil, wie komme ich da drauf? Wie komme ich da drauf, dass ich dieses Gefühl habe, dass dort im Moment auch politisch so viel Unsinn passiert? Dass die gar nicht wissen, was sie eigentlich da verzapfen und wie sie mit uns umgehen. Und dass man einfach sagt aus, naja, nicht aus reiner Vorsicht, wir machen mal zu, sondern weil sie nichts wissen. Das liegt darin, dass ich sage, erstens mal, die Politiker haben jetzt über ein Jahr lang Zeit gehabt, sich mit diesem Problem der Pandemie zu beschäftigen. Und für mich ist deutlich geworden, sie haben nichts erreicht. Nichts. Nichts. Die haben viel geredet. Sie haben, ich weiß nicht, was die alles noch gemacht haben, auf jeden Fall haben sie sich über das Thema, wenn man sie also gehört hat oder wenn sie Dinge von sich gegeben haben, waren das immer Dinge, ja, wir müssen mal noch weiter zulassen und wir müssen mal noch weiter zusperren, wir müssen nur das Beste tun und wir schauen mal, wie das geht und das wird schon auf jeden Fall funktionieren. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass keiner von denen, keiner, die klare Verantwortung dafür übernehmen will. Ist es nicht so? Ist es nicht für euch auch das Gefühl, und das ist das, was ich habe, dass von den gesamten Politikern, die da draußen ja sozusagen uns regieren wollen, ob das in der Regierung oder in der Opposition, da ist ja nur noch Gelalle. Also was dort kommt, ich meine, das ist lächerlich. Auch Journalisten, speziell so linkspopulistische Journalisten, was von denen kommt, ist unerträglich. Unerträglich. Jeder weiß es in irgendeiner Form besser und dann schicken die ja auch immer den Lauterbach vor. Ja? Wenn irgendwas ist, muss der sozusagen irgendeinen Senf dazugeben und dann lassen die das alles sozusagen an diesem Kerl aus. Ja? Also ich meine, ist ja gar nicht anders zu sagen. Also für mich eine ganz klare Situation nach einem Jahr des Eingeschlossenseins, kann ich aber nur dazu sagen, der Hon ist nicht eingeschlossen. Aber für viele andere gilt das Motto, die sitzen zu Hause und wissen nicht, was sie machen sollen. Erstmal haben sie keine richtige Arbeit, weil sie in irgendeiner Kurzarbeit sitzen. Und zweitens ist das Thema, dass man, wenn man rausgeht, das Gefühl hat, dass eigentlich immer irgendeiner kommt und einem irgendeinen Strafzettel aufdrücken will, ja? Weil man irgendwas falsch gemacht hat. Oder der Nachbar denunziert den einen, ja? Das ist alles unerträglich und das hat ja auch mit Verantwortung der Politik zu tun. Statt jetzt wirklich Lösungen zu bieten, muss ich sagen, es hat sich eigentlich auch, wenn man 10 Jahre jetzt zurückdenkt, in der gesamten politischen Geschichte ja eigentlich nichts verändert. Es ist ja eigentlich wie immer. Keiner übernimmt Verantwortung für irgendwas. Irgendwie wird immer alles so gemacht, dass ja alle in irgendeiner Form da reinpassen, statt, und da muss ich jetzt mal wirklich ganz klar sagen, da wünsche ich mir jetzt nicht Ungarn als Regierung, aber in Ungarn, wenn ich mir angucke, was dort passiert, da hat sich dieser Orban, den sie ja alle verteufeln, der ist hingegangen und hat klar die Verantwortung übernommen für all diese Dinge, die praktisch in der Regierungsgeschichte möglich waren. Das liegt natürlich daran, dass er auch dort allein herrscht und regiert. Man kann es ein bisschen herrschen nennen, ist natürlich auch ein bisschen extrem. Aber für so Pandemiegeschichten konnte der alles umsetzen. Der brauchte die Opposition nicht fragen und musste nicht lieb Kind machen und bitte, bitte. Sondern er hat gesagt, wir machen das jetzt. Dann haben seine Leute abgestimmt, dann wurde es im Parlament abgestimmt und dann, weil die Mehrheit, war das erledigt. Das ist ja das Thema, was ja bei Trump in irgendeiner Form auch hätte funktionieren können. Der hätte gesagt, das machen wir, die hätten die Mehrheit gehabt und dann hätten sie die Dinge umgesetzt. Das ewige Nachfragen ist, ich weiß, das hat was mit Demokratie zu tun, aber in gewissen Situationen wie jetzt, wir sind über ein Jahr in der Pandemie und es wird immer schlimmer, oder nicht? Es wird doch immer schlimmer. Also für mich, so wie ich es mir beobachte, so wie ich es sehe, ist es doch nicht besser geworden, sondern es ist immer schlimmer geworden. Je mehr die abschließen, je mehr Lockdown, je mehr wir zu Hause bleiben, umso mehr und so größer wird die Pandemie. Dann reden die schon von dem nächsten Virus und einer Mutation und da kommt noch dies, da kommt noch jenes. Ich meine, wir haben ja noch andere Krankheiten, ja, die sie ja alle vergessen haben. Die sind ja auch noch da. Und die Menschen müssen ja auch noch in irgendwelche ärztlichen Versorgungen, damit sie nicht an irgendwelchen Dingen sterben und daher heißt es dann, die werden an Corona gestorben. Auch da, bis zum heutigen Tag, nach einem Jahr, heißt es immer noch, es ist von oder mit Corona gestorben. Aber wissen tun wir es nicht wirklich. Wir wissen nicht, ob das vielleicht doch eine Leberzirrhose war und die Corona-Geschichte ein Auslöser war. Also diese ganzen Dinge, ich erinnere nur an Püschel. Püschel ist nicht mehr da und den haben sie weg. Also alle, wie so in China, ja, da haben sie diesen Chinesen, der das entdeckt hat, den haben sie mundtot gemacht, danach ist er gestorben.
auch an Corona. Guck mal, alle sterben an Corona. Also wenn sie Leute weghaben wollen, und so ist das Gefühl, man will Leute, die laut sind, nicht haben. Deswegen sind ja auch diese ganzen Querdenker. Das haben sie jetzt alles klug gemacht. Ich meine, guck dir Trump an. Guck dir das alles an. Die werden einfach gelöscht bei Instagram, bei Twitter. Werden die Kanäle zugemacht, wenn du die Dinge zu laut artikulierst. Zu laut artikulierst. Ja, man muss heute vorsichtig sein. Wir leben in einer Demokratie. Wir dürfen sagen, was wir wollen, aber dürfen es nicht. Ganz einfach. Also bleiben wir bei der Realität. Wir werden sozusagen mundtot gemacht. Also wir kriegen den Maulkorb, kriegen wir auf. Das ist Maulkorb. Das ist nichts anderes. Ich weiß, dass die das gerne anders beschreiben. Aber wenn wir jetzt, und da kommen wir nochmal zurück, an die 10 Jahre zurückdenken, man wusste schon, vor 2 Jahren hatte man ein fertiges Pandemiepapier mit allem drum und dran und wusste, dass in 2 Jahren, also 20 und 21, eine Pandemie kommt. Steht vor der Tür. Man wusste, dass irgendwas kommt. Man hat sich nicht vorbereitet. Jetzt haben wir die Pandemie seit einem Jahr. Und es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Und das ist nicht nur die Schuld von Menschen, weil sie sich nicht an Dinge halten. Und dass man am Anfang mit Regierenden, dass die gesagt haben, wir wollen Menschen schützen. Tolle Idee, fantastische Einstellung. Hey, die habe ich doch mit, würde ich unterschreiben. Aber nach einem Jahr und wir sind schlimmer als vorher, schlimmer als am ersten Tag, das kann doch nicht sein. Für mich ist doch da was krank, da ist doch etwas nicht richtig, da läuft doch etwas nicht rund. Es kann doch nicht sein, dass wir auch noch wirtschaftlich gesehen am Schluss die ganzen kleinen Läden weghaben. Da muss ich wirklich, da frage ich mich, was haben die vor? Was haben die vor? Und der Horn ist keiner, der hingeht und Panik machen will, sondern der einfach ganz klar sagt, für mich zurzeit ganz, ganz klar aktuell, zurzeit stimmt das, was die vorhaben, was die machen, wie sie mit uns umgehen und die Lockdowns immer weiter verlängern. Weil jetzt kommt ja das nächste Mutationsvirus. Das wird ja wieder den 4., 5., 6. Also ich muss euch sagen, ich gucke mir das noch eine Zeit an, dann muss man Entscheidungen treffen. So ist das. Ist ein Go! Hier bei der Horn Klartext. Abonnieren, liken und wiederkommen, logisch, bei der Horn und weiterempfehlen.